Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. So, wir wollten ja einmal ein bisschen Stein sammeln. Jasmin ist wieder mit dabei. Tut mir leid. Stein sammeln? Ja, ich und die Zuschauer. Oh ja. Ja. Mhm. Wir wollten hier in unsere Mine. Du, wir? Na, ich und die Zuschauer. Aber. Ja. Mit dir will doch keiner Stein sammeln, Jasmin. Das ist ja voll langweilig, wenn du das tust. Ja, bei dir ist nicht besser. Doch, bei mir ist voll Spannung. Mhm. Wie ich mit der Pickhacke auf die Steine klacke. Ist das nicht Spitzhacke? Ja. Warum sagst du Pick? mit der Spitzhacke auf die Steine klacke. Pickhacke. Ja, die Pickhacke. Schweinehacke. Ich hau den Stein, hundsgemein, und bald wird die Tasche voll sein mit Stein. Mhm. Oh, ich sehe schon kommen. Hm. Capital Bra und wie sie alle heißen, die werden mich jetzt erstmal wegen Features anfragen. Ach, nur wegen diesem Satz. Mit Contra würde ich mit auf die Bühne gehen. Oh geil, da bin ich dabei. Nee, du gehst nicht mit auf die Bühne. Oh Gott. Nein, ich möchte glänzen. Hm, egal. Weißt du, was ich bei dem wirklich gern mal machen würde? Klingt ein bisschen weird, aber ich würde den gern mal mit dem Finger in die Brust tippen. Ich würde gern mal wissen, ob die wirklich so knüppelhart ist, wie die aussieht. Also ja, der trainiert doch voll oft. Ja, bei Basti konnte ich auch reindrücken und der hat ja auch schon mittlerweile wie der Schauspieler hier von Captain America. Hm. Zum Vorbau. Boah, ich bin hier, warum, ey? Oh, ich bin gelevelt. Schön. Schön. Das freut uns alle für dich, Patrick. Endlich hast du es geschafft, Level 62, so ein richtiger Anfänger-Nubi-Level, aber du hast es auch hinbekommen. Welch ein Wunder, wer hätte das von dir erwartet? Echt? Ja. So, was machst du denn jetzt eigentlich in der Nacht? Geht dich gar nichts an. Es wird dunkel in der Nacht. Wieso bin ich denn nur 55, Level 55? Weil du schlecht bist. Was? Warte mal, heißt das, ich bin besser als du? Das kann ja nichts so sagen, ne? Vom Level meine ich jetzt? Was heißt ein Ping? Was heißt ein Ping? Na, wenn du eine Stelle markierst, so. Ping. Hä? Was? Ich noch nicht eine. Jetzt ist 6, eben war 7, warte mal. Ach so, das ist deine Verbindung. Das meinst du? Ja. Wo ist denn hier Leben? Nee, Leben vom Land, wollte ich das? Oder wollte ich Mechaniker? Oh. Siehst du, ich wollte mal einen Truck bauen, ne? Da war ja was. Dafür brauchen wir, oh Gott, dafür brauchen wir richtig viel geschmiedeten Stahl und Eisen und. Eieiei. Ich komm gleich. Jasmin, bitte. Das wird keiner hören. Komm gleich. So. Wie groß kann ich dieses Loch machen, bis es einstürzt? Eine berechtigte Frage. Angenommen, wir wollen diesen Truck herstellen, ne? Also, hier immer auf Truck. Ich kann das Fahrwerk nicht herstellen, dafür muss ich wahrscheinlich noch Bücher. Never. Oh, das heißt, ich kann den gar nicht herstellen, weil ich diese hier nicht herstellen kann. Hm.
Wenn wir auf Bildung gehen, warte mal, wir gehen jetzt hier auf da. Und jetzt wollen wir ein Auto herstellen. Das finden wir unter Fahrzeuge. Ich könnte ein Taschenmotorrad herstellen. Wow. 100 Bücher für den Tragschrauber. Das ist aber eine ganze Menge, ne? 45 fürs Motorrad. Ja, da sehe ich mich, ne? Da haben wir aber noch eine ganze Ecke Lesematerial vor uns. Wäre geil, wenn es hier eine Bücherei geben würde. Könnte man sich da die ganzen Bücher rausholen? Ausleihen. Gegen zwei Jetons. Ich werde ja höchstwahrscheinlich Bruchsand auch noch benötigen, ne? So. Sagen wir 6000 erstmal. 6000 reicht eigentlich, ne? So. Ja, jetzt kommt hier. So. Und es geht schon wieder los. Ich passe da rein. Wir haben Hunger. So. Sand. Bruchsand und Beton. Beton haben wir zumindest schon mal ein bisschen über 1000. Aber... Das heißt, ich kann ja gar nicht das ganze Steinzeugs, was wir abgebaut haben, einschmelzen, weil ich brauch's ja auch für Beton, ne? So, wie sieht's hier aus? Hier ist zumindest noch ein bisschen Stein drin, ne? Jetzt alle. Gehen wir doch einfach hier durch. Nein. So, dann würden wir hier die Treppe angleichen. Muss es reparieren. Wo habe ich denn meine Nagelschusspistole hingesetzt? Ja. Wieder die krassen Jump-Skills. Okay. So. Ja. Ja. Musste man
kleines... Oh, scheiße. Kleines, wer ist das? Oh, Gottes Willen. Klar? Ja, 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 kein Problem. Kleines Malheur muss ich gerade wegmachen. Wo bist du denn? Hier bei dem Zombiebären. Alles cool, Jasmin. Ich habe alles unter Kontrolle. Habe ich gerade gehört, wie du geschrien hast, wie so ein Mädchen. Komm, ich Jasmin, bitte. Nicht ein bisschen Angst. Ja, oh, geil, wo ist sie denn? Nicht ein bisschen Angst habe ich gehabt. Und wo ist sie jetzt? Sie ist tot. Da. Sie geschrien jetzt oder nicht? Ich kann das aber nicht unterscheiden. Ja, ich weiß. Sie schreit nochmal, aber. Nö, hat nicht geschrien. Kann das aber nicht unterscheiden. Boah. Aber hier ist doch noch irgendwo. Aber das scheint bei mir zu sein, ne? Irgendwas knallt doch hier die ganze Zeit, oder bin ich doof? Also, schon, aber ich hab's auch gehört. Ist bei dir? Ja. War bei dir. Es war ein Bär. Ein Bär? Ja, ein Zombie-Bär. Wieso wollen die denn immer an dieser Ecke hier durch? Ich raff das nicht. Raff's doch immer nicht. Aber warum? Ja, manchmal weiß ich auch nicht. Weißt du noch, bei mir hier? Wo die denn immer da und da? Und keiner wusste warum. So, wenn es jetzt nicht despawned ist, hole ich mir noch das Gammelfleisch, was hier unten ist. So, alles noch erwischt. Na, ein Hund ist weg. Nee, doch nicht. Oh, Hund. Kann ich hier einen ernten? Ein Chihuahua lag ein bisschen weiter weg. Chihuahua. Chihuahua. So, wie weit gehen wir denn hier raus? Sagen wir erstmal 3, ne? Vielleicht auch ein Meer. Darf es denn auch ein Meer sein, Jasmin? Ein Meer. Ein Ocean. Hier. Ich habe jetzt gar keinen Cobblestone eingesteckt. Hier fängt ja schon die Treppe an. Oh Gott. Ich habe gerade einen Ohrwurm. Von mir? Nee. Hm. Von einem Lied. Düpp, 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 düpp. Welches Lied denn? Laila. Achso. Ich dachte irgendwas Cooles, wo man nicht gleich vom Verfassungsschutz verfolgt wird. Das kam gestern. Voll geil, die sind alle voll abgegangen. Fand ich richtig gut. Ja, ich finde das ziemlich sexistisch. Ich fand das mega cool, das Lied, ey. Und dass die alle so abgegangen sind, fand ich auch gut. Ein Glück war ich nicht da. Du wärst der Erste, der gebrüllt hätte, ey. Das hätte mich ja schon wieder total aufgeregt. Hättest nicht. Doch. Ich hab so, einen Bus. So, ich Dulli. Und mein Busfahrer heißt Peter. Ja? Abends trank er Fanta, morgen steht er. Habe ich das drüben genauso gemacht? Ich dürf. Ich möchte mich dazu nicht äußern, Jasmin. Besser ist auch. Ja, ich möchte Streit aus dem Weg gehen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich das auf der anderen Seite nicht ganz so gemacht habe.
da habe ich gefuscht. Ja, eine Cobblestone. Ah, ich hole dir mal eben. Habe ich noch welchen? Nö. Doch, ein bisschen was war noch da, aber ich glaube, das reicht nicht, ne? Nö. Ah, sieht mager aus, Jasmin. Mhm. Was ein Quark. Quark. Mager Quark. Marger Quark. Ich, Verwirrung. Ja. Die packe ich mal dahin, weil die brauche ich ja auch hier. Meine Demenz kickt rein. Ich habe den Beton vergessen. Das hat nichts mit Demenz zu tun. Ich weiß, ich bin einfach nur doof, aber lass mich doch. Mais? Warte mal, ich habe 2000 Sand. Wenn ich jetzt noch 2000 Stein nehme. Ja, und 2000 Zement, dann kann ich doch 2000 Beton machen, oder? Oh, nice. Nicer Scheiß. Nicer Scheiß, Alter. Die Sache läuft, ey. Das läuft rund im Zementmischer. Ach, geil. Das ist auch weg. So, ein noch raus, oder? Warte mal, hier kommt noch die Dreiertreppe nach oben. Ganz fasziniert, dass eine gewisse Person in ihrem Bett schläft, wenn du alleine bist. Vielleicht schon mal hier einen Anfang setzen, ne? Dann einmal die Rückwand. Was? Wie? Ich sollte vielleicht erstmal mit Cobblestone das machen, wo ich später nicht mehr rankomme, oder? War ich auf der anderen Seite auch so gründlich? Keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht, bestimmt nicht. Habe ich bestimmt geschlampt. Wie immer. Ja. Alte Fuscherganove hier. Du saftige Makrele, du. Makrele. Oh ja, kann ich jetzt auf den Fisch, ey. Ja. Mal Butter auf den Fisch, du. La 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 la. Das wäre dann hier und dann brauche ich nochmal Bauform, ne? Bell. Bauform. Dann machen wir mal 30 Bauformen. Oh, dann können wir das hier einmal ein bisschen zumachen. Dann machen wir so ein bisschen Holz. Ein wenig Cobblestone. Dezent Zement. Echt, ist das nur so eine kleine Treppe hier? Habe ich das jetzt richtig? Oh, Jasmin, ich habe keine Pflastersteine mehr. Pflastersteine.
So, hat es dafür zumindest gereicht, nicht? Ah ja, ich musste, deswegen habe ich das da betoniert, weil ich das da rausziehen musste noch, ne? Die Ecke. Das heißt, da muss nochmal eine Reihe weg. Habe ich das komplett rausgezogen? Also hier hinter auch? Nee, nur die Wand. Okay. Aha, aha, aha. Ich könnte ja erstmal die Treppe setzen. So. Eine wunderschöne Treppe, Jasmin. Oh, allein dieser Gedanke, wie ich dich da runterschubse. Ich meine, wie wir da hochgehen und runtergehen gemeinsam. Ja, so, Jasmin. Machen wir hier nochmal die Wand. Wie spät haben wir es denn? 2:33. Können wir bald schon wieder losziehen, wa? Ihr alten Rumtreiber hier. Ja, oder? Hey. Du kriegst Besuch. Ja, ich hab gehört. Hört sich an, als ob deine Mutter vorbeikommt. Ja, die schreit jetzt auch gleich. So typisch für deine Mutter. Die kann sich auch nicht normal unterhalten. Ja, das stimmt allerdings. Ist nicht mal gelogen, ey. Was ist die denn, die Alte hier? Ich treffe die nicht einmal! Doch. Hast du noch Pflastersteine für mich? Also ich? Nur so ein paar? Keine. Oh gut, die hat noch nicht geschrien. Nö, nö. Oh. Habe ich aber Glück gehabt. Keine. Oh, wieso bin ich denn jetzt ständig aus der Puste? Achso, ich könnte was essen, ne? Oh, bin noch Stein? Naja. Hält sich in Grenzen. Aber es reicht zumindest für die Treppe, gell? Na, ah, Jasmin, da hast du jetzt aber gedacht, ein waschechter Bayer spricht mit dir, ne? Markus Söder. Kann ich fast perfekt nachmachen. Kennst du Wayne? Hm? Kennst du Wayne? Wen? Kennst du Wayne? Wer? Kennst du Wayne? Wer ist es? Kennst du Wayne? Kennst du Wayne? Kennst du Wayne? Kennst du Wayne? Ah, jetzt kann ich das hier nicht aufwerten. So. Oh, er muss das hier immer warten. Oh. Hab ich überhaupt noch? Ah, ja. Und, hast du noch? Jo. Hab's. Ih, was war denn das? Olle, oh, ich hab grad krass im Hals. Frosch. Das klang ja widerlich. Ja. Hab ich von dir gelernt. Jasmin, bitte. Danke. Ist da auf der anderen Seite eigentlich schon zu? Habe ich dem vorgehabt, das zuzumachen? Ist das ein Grund, dass ich so weit rausgegangen bin? Wahrscheinlich, aber du weißt es wieder mal nicht. Vielleicht solltest du dir Zettelchen schreiben. Ja. Nee, das sollte passen.
Ja, ich muss schon wieder Baublöcke herstellen hier. Ich hab gar keinen Sand mehr. Kein Sand? Brechsand. Bruchsand. Ich hab die. Warte mal, war doch unten, wo mir was gefehlt hat. Die Wand habe ich jetzt aber nicht gemacht, ne? Ich glaube nicht. Glauben ist nicht wissen, Jasmin. Nee, habe ich nicht gemacht hier. Schade. Eigentlich auch schon zu. So, wie viel Beton haben wir denn noch? Ein bisschen haben wir noch. Könnten wir Aufbau da oben noch weitermachen? Würde Sinn ergeben, ne? Dass wir zumindest hier schon mal so blutmondtechnisch langsam ein Stück weit vorankommen. Das wäre mir nämlich auf jeden Fall lieber, hier zu kämpfen. Für dich. Also nichts gegen Jasmins Aufbaute da, ne? Man kann ihr schon vertrauen. Eine Raumhöhe von 3 hoch ist angenehmer, ne? Ich denke schon. So, dann setzen wir den nämlich auf 4, machen da auf der Höhe die Decke. So. Genau, und den ganzen Raum hier würde ich so gar nicht nutzen für den Blutmond, sondern nur vielleicht bis hier. Aber wir haben ja hier eine Treppe, ne? Aber hier vielleicht ganz zumachen? Oder nur Fenster reinsetzen? Weiß noch nicht. Wie wollen wir das denn mit den Ecken machen? Das ist ja eigentlich, der Grundgedanke ist ja, dass man von hier nach ganz unten kommt. Hier ist noch gar keine Leiter drin, ne? Ach Mist, habe ich das jetzt auf der anderen Seite auch vergessen? Oh nein, jetzt habe ich keinen Beton mehr. Oh. So, jetzt müssen wir nur noch wieder nach oben. Wird wieder hell? Können wir wieder auf Tour, sagst du? Wieder hell. Ist schon hell. So, jetzt die andere Seite muss noch Beton werden. Da.
Ja. Irgendwann das, verlaufen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, wie ich die Raumaufteilung hier oben machen will. Ja, ist das schwierig. Aber ich hätte gerne... Da muss ich mal gucken, was da gibt. Da habe ich dann 2, 2, 2, 2, 3. Wow. Der Brechsand geht ja schnell, ey. Ja, ja. Ist wie ein Maschinengewehr, hört sich an. Krass. Wenn... Gibt es davon auch halbe? Halben Würfel. Okay, und kann ich den im Zuge meiner geistigen Fähigkeiten? Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Oh, ich brauche noch mal ein paar Baublöcke. So, muss ich ja erst anklicken, ne? Ist das ein falscher? Wusste. Weiß ich nicht. Ja, wie du weißt. Ah, oh, jetzt muss ich das ja schon wieder 300. Oh nein. Bitte nicht. Weiß nicht, ob das optisch denn cooler aussieht. Hä? Bin ich irgendwie blind? Wo ist die Olle? In weiß. Scheiße. Was machst du denn da? Ja, wo ist sie denn? Ja, weiß ich nicht. Ist sie bei mir drin? Hoffentlich schreit die jetzt nicht. Hallo? Ich sehe hier keinen. Ist sie bei dir? Nein, nein, die ist bei dir. Die muss an der Treppe wo sein. Denn? Hinten. Scheiße, die, jetzt ja. Hat sie geschrien. Ich sehe die nicht. Da ist sie. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, Jasmin. Pass auf, ein Grüner. Jasmin, rechts, rechts. Oh, wir haben Glück gehabt. Ja, wie ich sehe, hast du alles unter Kontrolle. Hier war doch eben noch einer. Da oben, oder nicht? Oben? Hä? Mö. Genau, ich hab ja auch... So, ich hab ja auch gerade die Holzfallen fertig gemacht, ne? Ja, hier ist doch noch irgendwo einer. Ja. Oder? Ich höre keinen. Ich, doch. Ich höre keinen. Doch! Ich sag doch, hier ist noch irgendwo einer. Wo denn? Nee, der war im Haus. Der... Hä? Wo ist er denn? Boah, da habe ich mich verjagt. Ich wollte doch hier nur in Ruhe ein Kaninchen ausnehmen. Alter Schwede. Sind wir schon wieder die Duse oder was? Nein, ich bin echt am Manier, Smino. Wir haben hier nur ein bisschen eingekackt. Nur ein ganz kleines bisschen, nur. Minimal. Nicht mehr. Wie sieht denn das aus da oben? Habe ich noch Cobblestone? Nicht genug. Aber so, das hätte man mal nach... Das hätte man ganz runter machen müssen, wa? Also ich finde es so, finde ich es ja grundsätzlich cool, ne?
habe ich hier kein Cobblestone? Ah. Ich kann auch keinen herstellen gerade. Oder den zumindest wegnehmen, dass man den unteren Klotz wegnimmt und sagt, das wäre schon ziemlich nice. Ich lasse den erstmal. Muss man halt später mal streichen, ne? Bist du noch da? Ja. Okay. Das müsste man später vielleicht wirklich nochmal streichen. Ich glaube, das könnte ganz geil aussehen. Mhm. Aber kann ich... Habe ich dafür gerade alles dabei? Fackel. Nee, Stofffetzen fehlen mir, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da rankomme. Stofffetzen, wo seid ihr? Wir haben ja keinen Stein. Kann er mir keinen Cobblestone machen? Nein. Ich glaube, hier habe ich da wieder was reingepackt. Nicht genug. Aber dafür reicht's, ne? Meinst? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Jetzt ist nur die Frage, ob ich denn da hinkomme, wo ich hin will. Vielleicht hier von der Außenecke, dass wenn ich mich hier ganz vorsichtig platziere... Wieso sind die nicht mittig? Oh, das ist ja... Nee, ne. Oder täuscht... Ach, weil der schwebt, das täuscht. Du alter Bumpe, ja. Oh, aber das ist ja doof, wenn es schwebt, oder? Ja. Ist auf jeden Fall nicht richtig, wenn der schwebt, du. Oder hast du schon mal ein schwebendes Haus gesehen? Nee, ich nehme mich auch nicht. Ja. Ja, aber grundsätzlich sieht trotzdem geil aus. Nein. Sieht es nicht und es erfüllt nicht seinen Zweck. Da, gefällt mir erstmal. Ich denke ja schon 3 Schritte weiter, ne? Das hat bei dir aber nichts zu sagen. Mhm. Doch. Mhm. Nein, 0. 3 Schritte weiter denken, 4 zurückgehen. Mhm. Das ergibt Sinn. Ja. So, müssen wir das anpinseln? Brauchen wir Farbe und einen Pinsel oder geht das auch so? Ah, ich glaube, das würde in so hellem Holz richtig geil aussehen. Als Akzent. Aber es müsste... Aber so ist die Fackel schon mittig, ne? Wenn ich jetzt den unteren wegnehmen würde, dann wäre die Fackel wieder so weit oben. Und die Frage ist natürlich, ob die da reinspringen können. Von hier. Wirst du ja sehen. Wirst du denn sehen? Ich lasse das trotzdem erstmal so. Also ich finde es vom Grundaufbau her schon ziemlich geil. Dann könnte man ja streng genommen, wenn man sagen würde, man geht hier rüber. Aber denn die Decke vielleicht noch ein höher? Das würde besser aussehen, ne?
Ich habe hier so ewig große Räume. Und da freut er sich. Beim Reden hat er sich ja schon gefreut. Ja, ich glaube, das wird zu hoch. Ja, ein bisschen oder? Langweilig die Runde diesmal, ne? Wenn man hier nur. Ja, Bauphase, ne? Muss aber auch sein. Ja, sagst du jedes Mal, wie oft willst du es jetzt immer noch sagen? Nee, ich sag dir das. Nee. Ist das zu hoch? Man kann ja hier nur so ein bisschen unterziehen, ne? Ja. Miau, 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 miau. Gibt es Wer so einen mittleren? Wer ist der größte Spinner auf der Welt? Achso, nee, warte mal. Ich muss ja hier eher so hoch. R2D zu. Sowas wie den Posten, Seite mittig. Als Block gibt es das nicht in der Richtung, ne? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht, Patrick. Leider nein, leider gar nicht. Was willst du sagen? Laufstege. Ah, das wäre eine Platte, eine Platte. Ja, wenn ich eine Platte haben will, dann greife ich Jasmin am Hinterkopf. Du hast mehr Platte als ich. Du sagst dir nichts mehr. Nö. Nö. Das lass ich so im Raum stehen. Nö. Mit meinem prachtvollen Haaransatz. Bin ich der. Oh. Ja. Ein Kommentar. Ich stimme dir zu. Halt den Sattel. Ist ja nur so, dass man hier dann runterkommt, ne? So. Hier sind wir zwei breit. Wir hätten den. Gibt es eine Dreiecksfläche hier, die darauf passt, bündig? Das sieht alles so komisch aus. Ich muss mir mal einen hinschmeißen hier. So, und den kann man jetzt verbinden mit. Was haben wir denn da? Ist das hier Würfel, Ecke, Platte oben? Nee. Der da? Ist aber nur ein halber. Brauche ich hier einen ganzen. Ecke abgeschrägt. Ist das. Der vielleicht? Oder dieser? Das ist dieser, 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 dieser. Geil. Das passt, ne? Geil. So. Das ist nicht richtig, ne? So, ja. Oh, das sieht toll aus. So, und... Das ist die falsche Ecke, ne?
Nee, ist die richtig. Oh, ich muss den auch wieder drehen. Ah, Patrick, kommst du klar mit richtig, falsch, richtig, nicht richtig, richtig, richtig? Ja, falsch. Ja, ja, kleinen Moment, kleinen Moment. So, wie hoch muss ich? Oh Gott. Nein. 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 Ja, oben rauf hier. Müll, kann doch nicht wahr sein. So, wunderschön. Ist das genial. Denkst du, du kannst mir abhauen? Was? Nix jo, da. Ich hab gar nichts gedacht. Da, ich wollte gerade sagen, wo ist er denn jetzt? Irgendwie müssen wir mal wieder viel Fleisch finden. Ihr habt doch erst ein paar Schweine abgebaut. Abgebaut? You're out. Okay, das sagt mir jetzt aber nicht ganz zu, ne? Nee, genau. No, mir auch nicht. Wenn ich den jetzt nochmal vertiefen würde. Kann das nicht. So, Stellung kopieren. Achso. Kann man den hier abbauen? Scheiße. So. Oh, ich blitzt hier was. Oh. Hier immer so zum einmal zum Kicken, ne? So. Oh Gott, das war knapp. Ich habe gedacht, ich breche mir ein Bein, Jasmin. Ich habe gedacht, jetzt ist passiert, jetzt ist vorbei. Ja. Hast du dir gedacht? Weiß nicht, ob die da nicht raufspringen. Ich meine, grundsätzlich, was haben die für einen Grund, da hinzuspringen, ne? Hm. Aber versteh mal einer die Zombies. Man könnte ja da auch hinschießen, tatsächlich. Also, es ist ja erreichbar. Vorsichtig rüber. Das würde wieder nicht cool aussehen, weil hier unten dieser Pinöpel so klein ist, ne? Pinöpel. Aber der ist ja eh nicht so, wie ich wollte. Das sollte ja eigentlich eine Schräge. Das sehe ich ja jetzt erst. Da bis zum Blutmond fertig wirst, bezweifle ich ja. Sicher. Okay. Cool. Okay, cool. Okay, cool. Ich denke, das. Also, ich glaube, das sieht schon ziemlich. Bei dir ist Glauben nicht Wissen, ne? Also ich würde es an deiner Stelle ein bisschen mehr hinterfragen. Ja, aber es sieht halt schon wirklich cool aus im Vergleich zu vorher. Obwohl ich diese hier natürlich gerne... Ich glaube, das wäre natürlich der Shit, ne? Wenn die durchgängig wären. Oder zumindest nochmal so ein weiter. Aber vielleicht, wenn noch einer oben drauf ist, sieht das vielleicht auch ganz gut ja, aus. Ja, ist ja gut. Quatsch hier in einer Tour, ey. Ja. Ja. Das ist dir sehr gut aufgefallen, Jasmin.
Aber ich muss eigentlich die Folge beenden. Ohne Punkt und Komma, ey. Ja, ich bin gerade in Luft zu holen. Ich bin gerade in mein Element. Ich baue. Was habe ich gesagt? Wir haben noch 2 Tage zum Blutmond und wollen fertig werden? Ja, erstmal Akzente setzen. Das ist wichtig. Ja, ich suche ja hier wenigstens schon nach was. Du nicht. Ich glaube, ich mache hier doch zu. Und setze dann nur vorne wieder eine Vertiefung hin. Oh, ein Buch. Ja, das sieht besser aus. Gerade jetzt mit der Schräge hier vorne. Jetzt nervt mich aber die Ecke hier unten. Die ganze Ecke nochmal. Ah, genau. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Diese scheiß Köter. Die bringen mich immer noch um, ey. Wollen wir die ganze Ecke wegknöpern? Diese blöden Hunde bringen mich immer noch um, ey. Das überlegen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge müssen wir sowieso erstmal wieder rumgehen, den Kopf freikriegen. Das können wir am besten, wenn wir spazieren gehen in der schönen Natur. Ne? Auf Loot-Tour gehen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Bauphase ist Ruhephase. Aber... Das gehört dazu. Muss doch mal sein. Ja, nein, nein, es lohnt sich. Ich meine, hier war mal nichts außer so ein Haufen Dreck. Und guck mal, was ich schon gemacht habe. Also nur du. Ein Haufen Dreck in Steinform. Geil. So, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like da, auch für die Bauvideos. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüssi.